Rennspiel! Ja. So geil. Ich persönlich lieb ja so Arcade-Rennspiel-Dinge, die nicht ganz so realistisch sind. Also wir müssen erstmal sagen, welches Burnout. Ah, Paradise. Oh, herrlich. Die sollen endlich dieses verkackte Island für einen PC freischalten, verdammt. Mix of Island, da hätte ich es. Ich glaube, da kommt nichts richtig, mehr. Nee, leider auch. Nicht. Leider nicht. Die werden sich jetzt schön auf das neue alte Need for Speed verschränken. Ja. Vanity Pack, Vanity Pack hast du, ne? Ja, das, da haben bei mir auch. Ja, bei mir auch. Da haben sich ja so ein paar Programmierer zusammengesetzt und haben mal ein bisschen was freigeschaltet, was so ging. Fand ich ganz gut. Und die sitzen, ich weiß nicht, ob die immer noch dran sitzen, aber die haben zumindest mal eine Zeit lang dran gesessen, das irgendwie umzusetzen, aber... Hat wohl nicht geklappt. Bis jetzt noch nicht. Naja, aber Frank und ich... Also wir Moment. Ich hab's auch gesuchtet. Ja, aber nicht mit uns. Alter, das... Ja, ich spiele halt gerne auch mal alleine. Ich spiele ja sonst nur alleine, deshalb. Saßen da nebeneinander, haben uns abgewechselt. Oh, Alter, wie ihr im Intro schon gesehen habt, geht da jede Menge kaputt. Vor allen Dingen man selber. Das ist der einzige Grund, warum man spielt. Ja, vor allen Dingen man selber. Weil die Kackautos nicht um eine 90-Grad-Kurve kommen. Ja, bumm! Aber diese Slow-Motion-Effekten, wenn das Auto kaputt geht, haben mich nie genervt. Nee, das stimmt. Überhaupt nicht. Die kommen immer wieder, ja. Ja, ja, aber mich hat's nie genervt. Also mich hat eigentlich nur genervt. 3-4 Stunden haben sie dann also am Stück. Ja, mich haben sie dann irgendwie gerne mal genervt. Aber im Endeffekt, mich haben nicht die Slow-Motion-Effekte genervt. Mich hat eigentlich nur genervt, dass ich kaputt gegangen bin. Und dass es so lange dauert, bis man weiterfahren kann. Ja, ein bisschen. Aber da konnte man sich dann wieder so, okay, kurz. Nö, kurz das hatte ich nicht. Ich wollte weiterfahren. Ja. Das ist doch einfach geil. Jedes Mal. Ich meine, ich zumindest habe die Teile davor nicht gespielt. Ich auch nicht. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie Stevie hat mal erzählt, Burnout 3, da konntest du jede Menge kaputt machen. Jetzt außer also, den Autos. Außer den Autos, auch die Umgebung. Es geht aber bei Paradise irgendwie nicht. Doch, die Laternen. Bang, 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 bang. Und Zäune und andere Autos. Aber wie, da steht ein Baum. Ja. Und wenn es nur so ein dicker ist. Oder ein kleiner Gartenzaun. Ja, genau. Stimmt, der hatte ich auch. Oder eine Schranke, weißt du, eine Schranke aus Holz. Die ja sogar Sollbruchstellen haben. Ja. War trotzdem allen echt ein Ich fand aber, also es war unnötig. Es wäre unnötig gewesen, da Menschen reinzupacken. Weil darum geht es in dem Spiel eigentlich überhaupt nicht. Und insofern hat mich ja auch relativ wenig gestört, dass die ganze scheiß Stadt ausgestorben ist. Ich hab mir auch erwähnt. Bis auf diese nervige Radiotante. Aber die hat mir mal. Wie ist die? Die hatte DJ Atomica. Ich hab mir mal vorgestellt. So schlecht die eigentlich. Im Nachhinein. Ich hab mir mal vorgestellt, dass das quasi so eine kleine Modellstadt ist. Und dann gibt es ja auch keine Menschen. Einfach nur irgendwelche kleinen, ferngesteuerten Autos. Und dann sitzt halt quasi der Nerd. Sitzt Gott davor? Ja, so. Machst alles geil als Gott, ja. Genau. Ja, so in etwa. So hatte ich mir das vorgestellt. Genau. Und dann brauchst du auch keine Menschen. Brauch kein Mensch. Aber das stimmt, es ist mir nie aufgefallen, dass da keine Menschen ist. Als ihr das gesagt habt, es stimmt ja, das war menschenleer. Tote Hose. Was unglaublich viel Spaß macht. Ich bin ja immer die Stuntkarren gefahren. Da gab es ja drei. Du warst da echt fanat. Ja, da gab es ja drei Arten von Karren. Es gab Rennautos, die halt wenig Boost haben. Dafür, wenn er leer ist und du zwischendurch mal kurz irgendwas gemacht hast, war dann direkt wieder voll. Das heißt, du boostest quasi die ganze Zeit. Ja, war nicht ganz voll. Du musst schon kleinere Tricks machen. Ja, das meine ich. Irgendwas dazwischen muss noch sein, damit das voll geht. Also es fehlt immer nur so viel. Ja. Auf jeden Fall kannst du dann da seine Seelen hintereinander. Also du kannst quasi dann, wenn du gut bist, die ganze Zeit durchboosten. Was natürlich zur Folge hat, dass du immer schneller wirst. Was irgendwann ziemlich blöd ist, weil du dann drei Kreuzungen weiter schon sehen musst, ob da gerade ein Auto kommt. Tunnelblick! Ja, eben, genau der. Und dann 90 Grad Kurven. Ja. Erstaunlicherweise, wenn man mit der Seite irgendwo gegenkracht ist, ist man in den seltensten Fällen kaputt gegangen. Das sah aber mal sehr witzig aus, wenn man dann doch mal kaputt gegangen ist, dann hatte man so ein halbes Auto. Ja, stimmt, die andere Hälfte war platt. So ineinander gerutscht, so Stunt-Autos. Zweite Art von Karren, Stunt-Autos komme ich zu, erzähle ich ja gleich noch was. Crash-Autos, da hast du dann den Boost gekriegt. Das waren halt und meistens irgendwelche fetten Monster. Ja, fetten Monster-Trucks, Vans. Dicken Pickup. Pickups, keine Ahnung, irgendwas ganz dickes, großes. Kombis, jede Menge Kombis. Echt. Familienautos. Da gab es ja immer so ein Autoradio, was du gehört hast. Und dieser eine Kombi, der hat ja total den dumpfen Klang gehabt. Ja, du hast schon Radio nichts mehr gehört. Weil das war noch der Van. Nein, das war nicht der Van. Das war der davor, stimmt, blaue, war der blaue Kombi. Dieser blaue, der in Spezialfarben irgendwie noch hässlich auch. Ja. Achso, ja, Lacke.
Man muss natürlich darauf achten, dass sein Auto geil aussieht. Lackluge. Aber das muss ich sagen, da waren Lackgeschichten andere Spiele besser. Ja, du konntest halt nur die Farben bestimmen. Du konntest halt nicht sagen, wie es aussieht. Aber wenn das auch so in der Realität mal wäre, du saust einfach mit deinem Auto durch und bist sofort lackiert. Ja, geil. Das wäre doch geil. Oder bist getankt. Oder getankt. getankt, ja. Ja, wäre aber auch ein Problem, weil wenn du so durchrast, dann merkst du, und dann wird ja irgendwie, weiß nicht, durch irgendeinen Chip das Geld von deinem Konto abgebucht und machst du das ständig, weil. Du hast es, ja. Und dann ist das Geld weg. Ja, blöd. Aber ich fand auch das Konzept geil, dass du deine Karren auf dem Schrottplatz kriegst und dann erstmal in die Werkstatt gucken musst. Ja, und dann kein Geld bezahlst für die Reparatur. Ja, okay. Und da gab es halt auch kein Geld, aber das war auch nicht wichtig. Es also ging grafikmäßig ist das Spiel, als es rausgekommen hat, war es geil. Einfach nur geil, aber es ist immer noch geil von der Grafik. Man muss eigentlich sagen, meistens sind Spiele grafikmäßig, wenn sie rauskommen. Aber es ist halt super, aber es ist noch immer noch super. Immer noch mit aber es liegt wahrscheinlich unter anderem auch daran, dass du keine Menschen drin hast. Weil bei Menschen kannst du immer mehr Details nehmen. Weil wenn Assassin's Creed 3. Alter, die haben Hautunreinheiten. Hä? Hallo? Fang doch mal bei L.A. Noir an. Oder. Ja, Assassin's Creed 3. Der Orgasmus für die Augen überhaupt. Ja, L.A. Noir. Erkenne an der Mimik, ob er lügt. Und das tut man dann auch noch. Also man kriegt's hin. Man kriegt's hin. Geil. Das haben wir ja zusammen gespielt. Oh, ja. Das war auch super. Wir saßen davor und haben diskutiert. Aber guck mal, der hat doch jetzt da so geguckt. Der und hat dann doch da mit dem Augenwinkel. Der hat doch da mit der Augenbraue gezuckt. Ja, aber was man vielleicht auch mal erwähnen sollte, was haltet ihr davon, dass die jetzt die Need for Speed-Reihe machen? Ich war nicht so ein großer Need for Speed. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe ja bei dir auch wieder ein bisschen was gesehen. Das neue Most Wanted habe ich jetzt noch nicht angezockt, soll aber ziemlich scheiße sein, habe ich gehört. Das war irgendwie im Vergleich zu dem Turnout zum ersten. Ja, na, natürlich. Ich meine, ich fand jetzt das neue Hot Pursuit, fand ich nicht so verkehrt. Ich muss sagen, es war zum Teil ein bisschen unlogisch, es war ein bisschen schwammig und es war vor allem an Burnout orientiert auch. Also an diesem ganzen Kaputtgeh-Scheiß. Den gab es halt vorher bei Need for Speed. Hot Pursuit war die Option, wo der Kracher. Also bei Need for Speed, jetzt, was sie jetzt neu adaptiert haben, Most Wanted, da gab es ja. War man halt mein Auto und wurde es halt auch gerne mal vom Polizisten verfolgt und musste dann irgendwelche Meilensteine erreichen, um den nächsten herausfordern zu können. Genau. Und du, es ging schon ums Kaputtmachen von den anderen. Ja, ja. Aber man selber war eigentlich unkaputtbar. Also genau. Du konntest frontal in eine Wand rasen, das war deinem Auto egal. Es hat so eine kleine Schramme gehabt. Das ist voll geil. Ja, aber es ist halt Criterion Games, die von den letzten Need for Speed Teilen und von Burnout Paradise. Ich weiß gar nicht, ob die das davor, ob das auch von denen war. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Die haben halt gemerkt, dass die Autos gut zerlegen könnten, irgendwie so. Weil seitdem ist es. Aber das sollte ein Element. Also bei Burnout Paradise war es okay, aber so. Da ging es ja primär da. Ja, aber ich glaube, wenn so ein Spiel nur noch von. Also bei einem klappt es, wie gesagt, aber beim zweiten, wenn das dann auch nur noch von der Zerstörung von Autos getragen wird, das ist dann. Ja, warum soll ich das spielen? Das ist dann wieder wie Modern Warfare 2, 1, wie die alle heißen. Ja, ist völlig egal. Call of Duty generell. Generell, es ist halt immer. Wir wollen Call of Duty mal jetzt nicht schlecht machen. Doch. Nein, also wem es gefällt, von mir aus. Kauf's, spiel's. Ich sag nur meine Meinung. Ja, es ist immer, also für mich ja auch, es ist immer wieder das Gleiche. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch was Gutes, immer das Gleiche, aber man braucht es dann halt nicht immer 6 Millionen Mal rausbringen. Und die Grafik nur im Detail verändern. Aber ich habe jetzt wegen Burnout kann ich keine anderen richtigen Rennspiele mehr spielen. Keine etwas realistischeren. Ja, auch so, weil ich den größten Spaß eigentlich Split Second. Ja, aber das wurde nach einer Weile ganz schön langweilig. Ja, die ersten paar Episoden. Ja, genau. Aber der Anfang, ich fand den Anfang. Die Idee ist richtig geil gewesen. Fahr durch die Gegend in einer Fernsehshow und drück auf den Knopf und alles explodiert. Ja! Du hast alle 2 Sekunden Explosion gesehen. Du konntest gar nichts mehr sehen. Quasi wie Expendables als Spiel. Boom! Und auch ähnlich viel Inhalt. Alles kaputt. Du hast dich gefreut, wenn alles in die Luft gegangen ist. Aber bei Burnout war die Story jetzt auch nicht so. Was für eine Story?